Tat es gut, mal wieder auszugehen. Hallo, Mom. Was machst du denn hier? Ich bin aufgewacht, weil ich die Tür gehört habe. Toll, jetzt aber schnell wieder ins Bett, ha? Wo kommst du denn her? Du, die Mama hat ein paar Freunde getroffen. Ah, du siehst wirklich schrecklich aus, Mom. Ja, danke. Du bist ganz schwarz unter den Augen. Ja, weil die Mama ein wenig getanzt hat und dann ist mir ganz warm geworden und dann ist das ein bisschen verlaufen. Wieso sprichst du denn so komisch? Ja, weil ich hab mir auf die Zunge gebissen. So. So, Liebes, und jetzt gibt der Mama ein Küsschen und dann wird aber wirklich wieder geschlafen, ja? Okay. Nee, du riechst nach Benzin. Nach Benzin? Ja, als könnte man deinen Atem anzünden. Tja, also das weiß ich jetzt auch nicht, also... Vielleicht sollte ich Papa wecken. Nein, das machen wir jetzt nicht. Papa, die Mama spricht komisch und riecht nach Benzin. Ich glaube, wir brauchen einen Krankenwagen. Warum hab ich noch mal Kinder bekommen? Schatz, es ist alles gut. Hör mir auf. Nein, gar nicht. Hey, ich bin schon da. Oh, Liebes, das ist wirklich schlecht, weißt du? Wieso denn? Weil... Was machst du da? Ich mache gerade ein paar Turnübungen. Ach wirklich, kann ich mitmachen? Nein, Liebes, das sind Turnübungen für Erwachsene, weißt du? Was macht denn der Papa von Luisa in deinem Bett? Ja, weißt du, das Lattenrost ist kaputt und da ist er mir helfen gekommen. Ja, wie nett. Okay, warum hilft Papa dir nicht dabei? Weil wir gerade eine kleine Auszeit voneinander nehmen und... Ich glaube, ich rufe ihn mal an. Woher hast du mein Handy? Nein, das tust du nicht. 100 Mäuse. 100 Mäuse? Sag mal, du spinnst wohl. Papa? Ja, also es ist so, die Mama... Okay, hör sofort auf. Du bekommst deine 100 Mäuse. Hey, Mom. Hallo, Liebes. Was gibt's denn? Ich muss dir was erzählen. Okay, und was musst du mir erzählen? Es ist schwierig zu beschreiben. Du weißt, du kannst mir alles sagen, mein kleiner Lieberling. Ich sag's dir nur, wenn du versprichst, nicht sauer zu sein. Das sind ja schon mal gute Voraussetzungen. Also, Liebes, wie soll ich dir denn vorher schon verraten können, dass ich nicht sauer werde? Du musst es einfach tun, ansonsten sage ich's dir nicht. Das ist aber etwas unfair, oder? Ist mir egal, überleg's dir. Gut, also, ich... Verspreche, nicht sauer zu sein. Klasse, also ich habe deinen Dior-Lippenstift geklaut und die Wand in der Küche ein wenig verschönert. Ah ja. Du weißt, dass die Wand frisch gestrichen wurde, oder? Ja, aber das Weiß hat mir nicht gefallen. Schön. Und wo ist der Lippenstift jetzt? Ich habe ihn gegessen. Du hast ihn Sag mal, willst du eigentlich noch irgendwas? Du hast versprochen, nicht wütend zu sein. Wenn du mich jetzt anschreist, kann ich dir nie wieder vertrauen. Alles klar, ich bleibe... Nein, weißt du was? Ich bin stinkwütend, du Kleines, und dann kommt es... Lebst du wohl hier, Herrgott?